Morgen, Judith, schön, dass wir uns über diese Art und Weise einmal kennenlernen dürfen. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Also mein Name ist Judith Lefeber. Ich bin 41 Jahre alt, komme aus Kassel und bin Musical-Darstellerin. Du hast die Titelrolle gespielt in Aida, warst also eine nubische Prinzessin, die die Gefangenen von den Ägyptern wird, sich sehr um ihr Volk bemüht und sich ausgerechnet in einen ägyptischen Heeresführer verliebt. Jawohl. Wie hast du dich in diese Rolle eingefühlt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, in der heutigen Zeit, wo es jetzt nicht mehr so dramatisch ist, sich jetzt in eine andere Kultur zu verlieben, war das für mich damals dann schon ein bisschen schwieriger, mich in diese Rolle hineinzufinden. Und es hat auch ein bisschen gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann natürlich auch noch eine Sklavin zu spielen, die keinerlei Chichi und pompös jetzt angezogen war, sondern einfach nur aus schauspielerischen oder mit schauspielerischen und gesanglichen Highlights zu glänzen. Das war schon echt, das war eine Hausnummer, ja. Es war aber auch eine tolle Herausforderung und eine Erfahrung. Das glaube ich. Gerade die Broadway-Fassung ist ja auch von Disney produziert. Es ist halt kein klassisches Disney-Märchen, was man halt von irgendeinem Animations- oder Zeichentrickfilm kennt, aber es ist halt wirklich Disney. Und du hast ja selber schon gesagt, dass Aida ja nicht so die typische Disney-Prinzessin mit Chichi ist, mit Ballonkleidchen. Und trotzdem kommt sie halt in diese lange Ahnenreihe von Disney-Prinzessinnen vor. Wirst du diese Rolle auch auf der Bühne singen? Diese Rolle diesmal nicht, in der Tat, sondern schöne andere Songs, darf man die schon sagen? Nein, darf ich nämlich nicht. Aber man kann auf jeden Fall gespannt sein und ja, es ist auf jeden Fall auch was Neues für mich. Du bist ja selber in Indien geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Mhm. Wie weit ist oder wie wichtig ist mir diese kulturelle Vielfalt, die ja Disney in den letzten Jahren auch immer mehr präsentiert, dass es nicht nur die eine Welt gibt, die eine Prinzessin, sondern dass wir in verschiedene Welten gucken dürfen? Ich finde das hochinteressant, weil die Welt ist international mittlerweile und multikulturell. Ich war immer schon jemand, der, wenn er in anderen Ländern war, immer sofort nicht da, wo die ganzen Touristen sich aufgehalten hat, sondern ich wollte immer so in die Seitenstraßen gucken, wie die Menschen leben, was deren Bräuche wie, und das Essen war meistens da auch besser. Aber das war dann immer so, ja klar, man möchte die Kulturen kennenlernen und ich finde das ganz großartig von Disney, dass das nicht alles über einen Kamm geschert wird, sondern jeder Kultur dort aufgegriffen wird. Über jeden Kultur wurde jetzt mittlerweile schon ein Disney-Film gedreht, sei es Mulan oder, fällt mir jetzt ad hoc noch ein, König der Löwen natürlich, Afrika, Pocahontas, genau. Da sind noch zig andere ja auch. Und das müssen ja nicht immer ich sag mal, nur Tiere sein, wie Aristocats früher, damit bin ich jetzt groß geworden, sondern ich finde das großartig auch von den Geschichten her. Klar ist es immer traurig, irgendwo in Disney, in irgendeinem Film muss immer leider einer sterben und das ist immer sehr, sehr traurig. Aber ich finde das großartig, was die daraus machen. Ja, das stimmt. Und wie sich das so über die jetzt auch entwickelt hat. Ja, das stimmt. Wir sind beide ein Jahrgang und ich bin wirklich mit Disney-Filmen aufgewachsen. Ja. Welches war dein Disney-Lieblingsfilm? Mein erster Film war tatsächlich das Dschungelbuch. Mhm. Genau, da durfte ich in die Abendvorstellung mit meinen Eltern, war ich total aufgeregt. Abendvorstellung um 8 Uhr, das war das war für mich die Nacht durchmachen. Und das war sehr, sehr schön, das weiß ich noch. Aber es war auch so ein Film, wo man immer nur heulen musste. Wie kennst du noch von dem Film? Ich habe mit all deinen Vorgängern so ein kleines Quiz veranstaltet. Ich kenne alles. Also du wie kennst viele? Alles. Ja, also ich kenne die ganzen Schauspieler. Mowgli, Baloo, Shikhan, dann der Affe, King Louis, dann die drei. Waren das drei oder vier Geier? Ich weiß es gar nicht mehr, die auf dem Baum sitzen. Und dann natürlich das Menschenkind Mowgli, das dann danach in die Menschensiedlung zurück musste. Ja, das war schon sehr, sehr traurig. Vor wem oder was hat denn Shokan am meisten Angst? Vor Feuer.
Wer findet Mowgli damals als Baby? Wer findet Mowgli als Baby? Die Wölfe. Das ist dann, nee, Bagheera ist der Panther. Das war dann, oh Gott, jetzt hast du mich. Ich das jetzt mal. Das war, ja, auf jeden Fall die Wölfe. Er ist in der, Wölfe lasse ich gelten. Was versucht denn der Bär Balu Mowgli beizubringen von seiner Lebensphilosophie? also das Leben so zu nehmen, wie es ist, also unbeschwert und einfach auch ein bisschen ein Stück weit in den Tag reinzuleben und nicht so verkrampft zu denken und natürlich mutig zu sein. Genau, und er vermittelt ihm das ja in so einen schönen Song, wo er quasi auf dem Rücken den Fluss entlang treibt. Probier's mal mit Gemütlichkeit, war der Film. Genau. Hast du Ey, das war. davon noch den Text im Kopf? Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Vertreibst du deine, nee, Sorgen, wirfst du deine Sorgen über Bord? Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal, von woher es kommt. Was soll es woanders, wo es dir nicht gefällt? Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du unter den Steinen, erblickst du Ameisen, die dir gut gedeihen. Probier mal. Zwei, drei. Super. Also diesen Film liebst du wirklich, man merkt Ja, es. total. Den könnte ich mir auch immer wieder und immer wieder angucken, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Aber ist es jetzt auch ein Song, den du gerne auf der Bühne jetzt bei Disney in Konzert gesungen hättest? Nein, das ist ja mehr so für. Das ist ein gute Laune-Song, klar, Ja. aber das ist mehr eine Männerstimme, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist jetzt keine Och, und Frauenstimme. im Musical haben wir es ja mittlerweile oft, dass Frauen auch mal in die Männerrollen schlüpfen und Männer Das auch mal in die stimmt. Frauenrollen. Aber ich finde, das verbindet man mit einem Mann. Das stimmt, mit einer Irgendwie. etwas tieferen Stimme. Genau. Wie sieht jetzt deine Vorbereitung für Disney in Konzert aus? Naja, schon jeden Tag. Also wenn die Zeit es zulässt, weil ich auch zwei Kinder habe, hier so grob zwischen 3, 4 Stunden schon lernen und dann immer über den Tag verteilt. Also ich gucke mir die Sachen an und habe das den Song dann auf den Ohren und setze mich dann jetzt bei dem wunderschönen Wetter natürlich auf den Balkon und dann höre ich mir das immer und immer wieder an und lese es mir durch und es ist dann so, dass es so langsam in den Kopf reinkommt. Weil es ist schon viel, viel Text. Arbeitest du jeden Song nach und nach ab oder hörst du wirklich mehrere Songs und versuchst gleich parallel mehrere in den Kopf zu kriegen? Und das macht bei mir keinen Sinn, weil die Wörter sind teilweise auch unterschiedlich. Also Eselsbrücken zu bauen ist da ein bisschen schwierig. Also ich könnte jetzt klar 2 Songs an einem Tag lernen oder auch 3 Songs, aber dann hätte ich den ersten fast schon wieder vergessen, weil ich mich dann auf den dritten so konzentriere. Oder auf den zweiten, oder dann kommt mein Kopf nicht zur Ruhe. Also ich mache das wirklich systematisch. Meine 3 Haupt-Solo-Nummern, wirklich ein Song pro Tag oder einen Song pro 3 Tage und dann wirklich dann kommen die Ensemble-Stücke und die Ensemble-Stimmen. Aber erstmal die 3 Solo-Nummern dann in den Kopf reinkriegen. Ja. Auf Parallel welchen, könnte ich. das glaube ich, auf welchen Themenblock freust du dich am meisten? Auf König der Löwen tatsächlich. Ja, das sind so die Songs, auch die auch mein Herz berühren. Also das ist, weiß ich nicht. Das ist ja halt auch schon eins der ältesten Musicals neben Dschungelbuch. Dann kam ja König der Löwen, war ja auch nicht so wirklich weit hinterher. Ich meine, das wäre auch so Mitte, Ende 80er gewesen. Müsste oder Ende 80er war, glaube ich. Ende 80er, Anfangs 90er, glaube ich sogar. 92, 96, irgendwo so dazwischen. Dass der Film rauskam, ne? Genau. Genau. Wäre das Der König der Löwen ein Stück, wo du dir vorstellen könntest, da auf der Bühne eine Rolle zu übernehmen? Ja, das auf jeden Fall. Also ich hatte damals auch schon vorgesungen. Also ich habe parallel zu Aida habe ich ja, ein Casting gemacht, eine Audition für die Nala. Aber da haben sie gesagt, meine Stimme wäre zu kräftig. Da wäre noch zu viel Aida drin. So, ja, okay. Und dann habe ich gedacht,
habe ich es dann auch gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schade eigentlich. Ja, ach, man weiß ja nie, ne? Also, mal schauen, mal schauen. Na, jetzt durch Disney in Konzert hast du ja auch die Möglichkeit, mal andere Disney-Rollen zu schlüpfen Genau, und genau. da die Unter Melodie anderem zu auch wechseln. in die Nala, also Schattenland darf Das ich ist schön. singen. Ja, da freue ich mich Das ist auch schön. sehr. Da du ja selber erwähnt hast, du hast zwei Kinder, war Disney, als die Kinder klein waren, auch ein Thema oder vielleicht ist es ja jetzt noch ein Thema? Immer noch. So zwischendurch erwische ich sie doch noch, dass sie noch ein paar Filme gucken. Wir haben ja hier, weiß Gott, wie viele DVDs damals gekauft. Da gab es ja diese ganzen anderen Streame noch gar nicht. Ja. Demnach haben wir hier wirklich eine mega Auswahl. Von Pocahontas bis Küss den Frosch, Rapunzel und ach, wir haben, glaube ich, gefühlt alle. Ja, also. Zwischendurch gucke ich sie mir auch mal an. Was macht Disney für dich aus, dass du wirklich sagst, das ist halt immer noch irgendwo ein Teil von deinem Leben, weil du DVDs hast, du das mit den Kindern guckst, du es alleine guckst, jetzt für Disney auch auf der Bühne stehst? Was heißt das? Also es prägt jetzt nicht so hundertprozentig mein Leben, muss ich sagen, weil ich aus der Klassik komme und eigentlich mit Musicals vorher nie was zu tun hatte. Ich bin ja wirklich so ein Quereinsteiger gewesen, in der Musical-Szene. Also so durch AIDA habe ich gelernt, wie toll die Songs halt sein können, auch von Disney. Und das ist ja, sage ich mal, es ist ja kein Kinderfilm und kein Kinderstück, AIDA. Das ist ja doch eher sehr anspruchsvoll und sehr ja, auf Erwachsene bezogen. Also das könnte ein Kind, glaube ich, noch gar nicht wirklich verstehen, was da die Handlung wirklich ist. Ich würde sagen, durch die Kinder habe ich natürlich ein bisschen, jetzt habe ich ein blablabla, bin ich doch ein bisschen näher an Disney rangekommen, ja. Würde jetzt aber nicht sagen, dass das jetzt dass mein Leben jetzt nur aus Disney besteht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür habe ich zu viel anderes schon gemacht auch. Ja, das stimmt. Aber wie kam es dann jetzt dazu, dass du dann trotzdem für Disney auf der Bühne stehen darfst? Hast du dann die Anfrage gekriegt? Genau, mein Management hat die Anfrage bekommen und hat sie dann natürlich sofort an mich weitergeleitet und mich gefragt. Und ich sage, ja, natürlich. Ja, das ist also auf jeden Fall. Also es wird eine neue Erfahrung. Ich war schon mal auf Tourneen, aber nicht mit so großen Tourneen natürlich nicht. Das wird alles spannend. Das wird auf jeden Fall Auf spannend. welchen Ort freust du dich am meisten? Weil es ist ja auch nicht nur eine Stadt, zwei Stadt, sondern es sind ja ein paar mehr Stationen. Am meisten tatsächlich auf Halle, weil das in der Nähe meiner Heimat ist. Weil ich komme aus Reda-Wiedenbrück eigentlich. Und da ist Halle eigentlich um die Ecke. Und da werde ich, glaube ich, ganz viele Leute aus Wiedenbrück dann wiedersehen, die dann dorthin kommen. Auch schön, also so ein bisschen Familien- und Freundestreffen. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon sehr drauf. Bin natürlich dann auch sehr, sehr aufgeregt, ne? Bist du Ja. ein sehr selbstkritischer Mensch, der dann auch in dem Moment sagt, oh Gott, wenn jetzt Freunde und Familie kommen, dann habe ich an dem Tag eine ganz andere Haltung als in einer anderen Stadt, wo ich vielleicht nicht unbedingt jemanden kenne? Nee, das nicht, aber mein Anspruch an mich selbst. Also ich bin, wenn ich, sei es jetzt nur ein Wort, was ich falsch singe, oder ausgesprochen habe oder vertauscht habe, vielleicht, dann bin ich sehr, sehr selbstkritisch und hasse mich danach auch wirklich. Also, wo ich dann denke, boah, das kann doch jetzt nicht sein. Ja, also da bin ich sehr, sehr, sehr streng zu mir selbst. Was manchmal auch nicht immer gut ist, weil man ist ja auch nur ein Mensch und man ist ja keine Jukebox, wo man draufdrückt und da kommt jetzt alles raus, wie aus der Konserve, sondern wir müssen uns ja die ganzen Texte merken. Wir können nirgendwo ablesen, das ist ja auch noch Fall. Und dann, ja. Ja, ich bin gespannt, wie das so wird. Vor allen Dingen, ich glaube, es ist auch schwierig, weil man muss sich ja dann im Endeffekt sich selbst vergeben, wenn man auf sich selber auch sauer ist. Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Genau, also ich würde dann sagen, okay, ich hake das jetzt mal unter Fehlern ab und beim nächsten Mal machst du es besser, aber dann schleichen sich meistens diese Fehler dann doch wirklich ein und das macht man das immer und immer wieder an der gleichen Stelle. Das kann natürlich auch sein. Das stimmt. Aber einfach so Kopf aufschalten, so nach dem Motto,
nicht zu perfekt sein wollen. Weil soll ja auch mit Spaß verbunden sein. Ja, Das das ist ist ja, so da. ne? Das soll ja keine Pflicht oder so sein, so du musst das jetzt machen und du musst jetzt so und so 4% geben, sondern nein, es hat mit Spaß zu tun. Und man Ja, singt das es stimmt. auf seine Art und Weise und nicht eins zu eins, wie es jetzt, wie man es aus dem Film kennt oder von der CD oder irgendwas, sondern man bringt ja seine eigene Persönlichkeit mit rein. Ja, dann bräuchten wir ja auch das Konzert nicht, wenn es wirklich genauso wird, wie Richtig. man es aus dem Film kennt. Dann Genau, kann man genau, genau. die anhören. Richtig. Du hast ja bei AIDA ein Kostüm getragen. Es gab natürlich eine Kulisse. Ist ja beim Konzert jetzt reduziert. Es gibt ja die Kulisse quasi nur durch die Einblendung des Films. Siehst du dich da in dem Moment als Sängerin, die losgelöst ist von dem Inhalt, oder versuchst du dich in dem Moment als die Figur zu sein, die du singst? Das ist schwierig, weil ich kann mich in diese Figur ja gar nicht reinversetzen. Das ist ja, das eine Gut, ist als jetzt das Nala dann ein andere. bisschen schwierig. Genau, als Löwen. Nee, nee, ich würde jetzt mal so sagen, wie ich es gerade auch schon mal erwähnt habe, ne, dass ich da natürlich schon ein Stück von mir mitbringe, aber natürlich auch versuche, das Stück zu transportieren. Also, dass ich da sage, okay, ich weiß, worüber ich singe und ich weiß, worum es geht. Und das ist so wichtig, weil es gibt Leute oder Kollegen, die es einfach so runtersingen, wo ich denke, das ist schade, weil da ist so viel Inhalt drin, der ist so wertvoll und du überbringst ja eine Botschaft in dem Moment. Ne? Du willst ja was ausdrücken mit dem Song und was weitergeben. Und da beschäftige ich mich natürlich mit, ist klar. Hast gesagt, du wirst drei Solonummern singen und ansonsten im Ensemble drin sein. Gibt es auch für dich einen Duettmoment mit einem deiner tollen Kollegen? Nein. Gar Ich bin nicht. in keinem Duett. Nein. Mit wem Nee. hättest du dir ein Duett gewünscht, wenn du die Wahl gehabt hättest? Mit Roberta Valentini, weil ich die jetzt schon am längsten kenne. Und ja, auch immer sehr, sehr viel Spaß hatten, wenn wir mal Konzerte miteinander hatten und eigentlich nur Quatsch gemacht haben und nur gelacht haben. Was für die Tour auch sehr, sehr wichtig ist. Dass man lachen kann und dass man auch mal abschalten kann und dass man nicht nur so verkrampft und dann immer nur für sich dann irgendwie ist, weil das ist, wir sind eine Gruppe und wir sind auf engstem Raum in einem Bus und da muss man schon darauf achten, dass man, klar, wenn es einem zu viel wird, dann kann man sich ja auch zurückziehen, aber mit der hätte ich es mir auf jeden Fall gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir haben aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, teilweise bei der Ich denke Probe. mal, dafür gibt es dann auf jeden Fall während der Busfahrt mehrere Möglichkeiten, dass ihr dann privat Backstage Ja, eure Stimmen natürlich. Es wird zusammenführen ganz viele Videos geben, bestimmt. könnt. Auch für die Öffentlichkeit. Natürlich. Ja, irgendwas werde ich dann auch mal bestimmt posten. Ja, da bin ich sehr gespannt. Also alle anderen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, haben gesagt, das wird so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Am besten noch morgens alle durchzählen. Ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Bus war da. Fertig. Los geht's. Nee, da bin ich sehr, sehr gespannt. Einmal auf deine Präsentation direkt auf der Bühne und dann schauen wir mal, was dann noch danach so über die öffentlichen Medien rüberschwappt von dem Ja. ganzen Backstage-Bereich aus dem Bus und allem. Ja, ich habe schon gesagt, also morgens frühst, ne, wenn man dann aus dem Hotel kommt, jeder so sein Lunchpaketchen da hat, das war wirklich so ein Klassenfahrtfeeling. Und alle nochmal Pipi gegangen und dann geht's hin. Ja, das stimmt. Also, du freust dich auf jeden Fall, das hört man. Ja, tierisch. Nach der großen Pause jetzt ist es wirklich eine Ehre und ganz, ganz großes Glück, dass ich dabei sein darf. Ja, wie hast du Also denn das. als Künstlerin, wo man jetzt nicht auftreten konnte während Corona, jetzt ist es ja Gott sei Dank, auch wenn wir Corona leider immer noch haben, möglich, wie bist du damit umgegangen mit der Situation? Ganz, ganz schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich ziemlich zurückgezogen. Ja, ich will nicht sagen depressiv, aber schon so eine Vorstufe gewesen. Also wirklich wenig gelacht und so antriebslos halt. Ich war total antriebslos. Ich hab mich in der ganzen Zeit nicht einmal mit Musik mehr oder weniger großartig beschäftigt, weil mir das einfach wehtat, weil ich dachte, Musik ist ja was fürs Herz. Klar, hilft es teilweise ja auch, aber in dem Moment habe ich gedacht, das war eher eine Qual für mich. Also ich konnte das schlecht ertragen.
Ich konnte auch gute, laute Menschen zum Beispiel ganz schlecht ertragen um mich herum. Das war, weiß ich nicht. Also war ich ein ganz anderer Mensch. Aber ich denke, da gibt es mehrere Kollegen, die genauso gedacht haben. Und ich war auch kurz davor, meine Karriere zu beenden, dass ich sage, ich möchte nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich schule um. Das war's. Und in dem Moment, wo ich beim letzten Konzert sagen wollte, so jetzt höre ich auf, also hier in Kassel, da kam der Anruf von Disney. Und da dachte ich, Mensch, das ist eine Fügung, ne? Ja, Ja. stimmt. Ja, das war schon sehr emotional an dem Tag. Also da ist so viel auf mich eingeprasselt, wo ich im Nachhinein dachte, in dem Moment war es totale Reizüberflutung, ne? Ist ja klar, aber da habe ich auch gedacht im Nachhinein, das war gut, dass es so Ja. war. Sehr schön. Schöne Geschichte am Ende. Ja. Dann Und jetzt bedanke hat es ich doch mich. mit dem Ton alles geklappt. Genau. Dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Ich habe Zeit auch und zu für deinen danken. Einblick. Ich habe auch zu danken. Dir einen schönen Tag.